komplett Social Media spricht über diesen Duft. Das ist Erbagold von Serjov und ich werde dir jetzt sagen, ob sich der Hype lohnt. Und natürlich werde ich den Duft mit Erbapura vergleichen. Du willst ja vielleicht wissen, lohnt sich der Kauf von Erbagold überhaupt, wenn du Erbapura schon hast. Let's go! First of all, man riecht auf jeden Fall raus, dass die beiden verwandt sind. Und Leute, ich finde beide gleich fruchtig, nur finde ich den hier weniger süß. Wenn du Erbapura kennst, du weißt, der Duft riecht einfach sehr dickflüssig, in your face, er ist laut ohne Ende. Das ist bei dem Duft ein bisschen weniger der Fall. Kurz gesagt, der hier ist für mich heller, für mich auch noch floraler und ich bekomme hier eine richtig geile Melone raus, die ich bei Erbapura überhaupt nicht bekomme. Das hier ist für mich The Rock Dwayne Johnson und das hier ist Jason Statham. Erbagold passt für mich nämlich auch in den Anzug rein. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du beide Düfte schon verglichen hast und welchen du wirklich besser findest. Ich persönlich würde sagen, den hier abends zum Weggehen, damit du wirklich auch immer im Mittelpunkt stehst und den hier einfach im Alltag, tagsüber sogar im Büro.